So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Heute sind wir bei Black Goku Super Saiyan 4. Ja, interessanter Charakter. Black Goku als Super Saiyan 4 wäre doch mal was. Und wir lassen ihn natürlich gegen den Rosé Goku spielen. Ich hoffe, er verwandelt sich nicht in Kampf im Ultra-Instinct, wäre natürlich doof. Aber wenn, dann ist es halt so, kann ich nicht ändern. Ja, es ist wieder ein Computer gegen Computerkampf. Wer am Ende jetzt gewinnt, weiß ich nicht. Am Ende, falls der Super Saiyan 4 Goku Black nicht alle Ultis, alle Attacken gezeigt hat, werde ich sie euch am Ende natürlich nochmal im Trainingsmodus zeigen. Ja, ich würde sagen, lasst uns loslegen und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wer von den beiden gleich als Gewinner dastehen wird. Bin gespannt, was ihr denkt. Rosé Goku oder Super Saiyan 4 Goku? Black Goku, sorry. Sieht aber auch nice aus. Ah, die Sense natürlich. Darf natürlich nicht fehlen. Alter. Er greift sogar mit der Sense an. Nice. Alter, macht der ein Damage. Und nicht gerade wenig. Rosé hat Super Saiyan 4 geschlagen. Alter, guckt euch die Aura an von der Goku Black, wie geil die aussieht. Das sieht echt nice aus. Interessanter Kampf, also die beiden sind sich ja fast ebenbürtig, oder sind sich ja wirklich ebenbürtig. Das gefällt mir. Oh, die Aura von Black sieht auch echt geil aus. Kappen. Würdet ihr Super Saiyan 4 Goku Black feiern? Ach, er läuft auch noch rein, dieser Idiot. Also bisher sieht das Ganze nach aus, als ob Rosé auf jeden Fall gewinnen würde, aber wir kennen das Spiel natürlich schon. Das kann sich natürlich auch noch ganz schnell ändern. Und wie gesagt, falls ihr natürlich noch Rosé sehen wollt in seiner vollen, mit seinen vollen Attacken, dies, das, jenes, dann schaut gerne die Tenkaichi 3 Playlist runter, die ich euch natürlich am Ende des Videos verlinken werde, denn dort zeige ich euch natürlich nochmal, zeige ich euch jeden Charakter dieser Version, und falls euch sozusagen der Rosé interessiert oder der Ultra Instinct Black oder was weiß ich, der Goku, der normale Goku oder Vegeta, dann klickt auf jeden Fall drauf und schaut es euch auf jeden Fall an. Ja, das sieht danach aus, als ob Super Saiyan 4 auf jeden Fall die kürzeren zieht, leider. Das wird knapp. Ja, ich glaube. Ja. Unser Goku wurde förmlich ausgelöscht. Ja, wie gesagt, aber wie versprochen, wir gehen natürlich jetzt noch im Trainingsmodus, wo ich euch natürlich nochmal alle Attacks und so weiter zeigen werde. Aber sonst so, wie hat euch Goku Black bisher gefallen? Also der Super Saiyan 5.
Coole Attacke. Sieht ja richtig nice aus. Und zack, zack. Das ist auch so eine coole Attacke, finde ich. Die ist sozusagen aus zwei Attacken kombiniert. Das hat auch nicht jeder Charakter. Deswegen, also ich sage, Tenkaichi 3 Mods finde ich persönlich auch echt cool. Und die Attacke sieht auch geil aus. Die negative Genki-Dama. Sieht echt cool aus. Ja, wir schreibt gerne in die Kommentare, wie hat euch der Goku Black hier gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.